Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagnachmittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Dossenheim in Fahrtrichtung Heidelberg. Gegen 15.15 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines BMW-Kombis an der Anschlussstelle Dossenheim auf die A5 in Richtung Heidelberg aufzufahren. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte zu Beginn vom Beschleunigungsstreifen der Anhänger um und blieb teilweise auf dem rechten Fahrstreifen der A5 liegen. Ein Großteil der Holzbrikettsladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen der A5 sowie die Einfahrt in Richtung Heidelberg wurden gesperrt. Glücklicherweise wurde der Autofahrer nicht verletzt. Der Stau vor der Unfallstelle erstreckte sich auf eine Länge von über 7 Kilometern.